Genau, ihr seid wieder beim Schanzen und wir sagen Moin Moin und gehen weiter in Elden Ring. So, wir haben hier Renala, die fiese Hexe, besiegt, die jetzt komischerweise irgendwie unser Freund ist. Warum auch immer. Ja, und jetzt geht's wieder zurück. Ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg raus. Gut, wir haben ja was eingesammelt. Das könnt ihr mal gucken. Und zwar haben wir von ihr auch was bekommen. Und zwar wieder eine große Rune. So, wo sind die? Da. Eine große Rune. Ein Ei aus Bernstein, das einst Renala gehört der Königin. Perfektioniert jene der Wiedergeborenen. Von Renala wiedergeborene Kinder sind schwach und leben oft nicht lange. Wieder Kreaturen alle miteinander. Ich weiß nicht, ob wir mit der Rune jetzt auch wieder dahin sollen. Zu dem Turm. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja. Erstmal gehen wir zurück. Denn, wenn ich mich erinnere, wir waren ja noch gar nicht fertig hier. Wir haben ja noch zwei. Also erstmal können wir dieses Ding da benutzen. Was wir einfach mal machen können. Ich will mal wissen, wo das hinführt. Wenn nicht, können wir wieder woanders hinreisen. Aber wir probieren das trotzdem aus. Huch. Gucken, wo es hingeht. Aber wir haben ja auch noch ganz am Anfang, bevor wir hingekommen sind, gab es auch zwei Wege. Gucken wir, ob es die auch noch irgendwo hinführen. Ich weiß allerdings nicht. Müssen wir mal schauen. Kann mir vorstellen, das müsste eigentlich funktionieren. Also müsste ja auch irgendwo hingehen. Aber bei denen hier weiß ich es nicht. So, landen wir jetzt. Okay, landen wir direkt hier, wo wir schon mal waren. Könnt ihr euch erinnern? Ne, hier waren wir noch nicht. Das ist auch eine andere Kirche, aber da ist eine Truhe. Die holen wir uns doch mal, die Truhe. Goldene Nähnadel. Goldene Schneiderwerkzeuge. Cool. Und hier? Büßen. Ich brauche keine Absolution. Ich habe nichts Schlimmes gemacht anscheinend. Hier ist eine riesen Schildkröte, da kann ich reden. You're tarnished, aren't you? Yes. I welcome you to the Church of Vows. I am Liriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Do you know the origin of this place? Mm-mm. How it came to be known as the Church of Vows? Ich weiß nicht. Well, that is a shame. But who can blame you? Hat einen Papsthut auf. Has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of the Full Moon. Ja, die haben wir beide besiegt. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Earth Tree of the Capital and the Academy of Rhea Lucaria. Okay. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you. Unless, perhaps, you are in search of instruction. In which case, I will share all that I know. Hausschriftrolle übergeben. Oh, what have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Schriftrolle des Königshauses geben. What have we here? Very well, let us both learn together. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance. All things can be conjoined. Oh, what have we? Very well. Heresy. Das ist das Gleiche. Zauberei studieren? Ja, wir sind leider in Zauberei nicht so mächtig. Ausrufung studieren? Gewährt euch. Okay. You wish to know more of Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there, and became husband to the Carian queen. However,
When Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Rennala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and King Consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Rennala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. Okay. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden, was wir eventuell mitnehmen können. Also die Kiste haben wir ja geplündert. Büßen müssen wir nicht, denn wir haben ja nichts Fürchterliches getan hier. Ist die Frage, ob man hier einfach wieder wegkommt. Kopf voraus. Freund. Wo sind wir denn hier auf der Karte? Okay, da sind wir. Gut, also wenn es jetzt nach diesen Pfeilen geht, müssten wir eigentlich hier hin, ne? Also hier sind wir gewesen. Fuß der vier Glockentürme. Dann geht es hier oben weiter, ne? Geht es wahrscheinlich hier durch, bis wir dahin kommen, zur Götterbrücke. Wir könnten aber auch hier unten was machen. Also ist ja die Frage, worauf wir Lust haben. Wir laufen erstmal hier kurz weiter. Der sieht aber nicht aus wie ein Freund. Mal kurz sagen. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise freundlich, der Gute. Der war aus wie ein Fieser. Ah, da ist noch einer. Okay. Wie gesagt, es gibt hier irgendwie noch was. So ein Feuer, wisst ihr, wo uns... Das sehe ich gar nicht. Müsste es doch geben, eigentlich. Das war bei allen Kirchen bis jetzt so gewesen. Oder bin ich verkehrt? Ein Rastpunkt? Den müssen wir nochmal suchen. Der muss hier irgendwo sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier keiner ist. Müssen wir kurz ein bisschen rumgucken. Da, drinnen, in diesem Loch, da sehe ich das gerade. Hier bin ich dran vorbeigelaufen, das ist direkt hier vor der Tür. Da, wie dumm. So, gut. Aber wir wollen wieder hier zurück zur Akademie. Haupttor der Akademie? Ja, Haupttor der Akademie. Da reisen wir mal hin. Denn ich glaube, wir haben da noch nicht alles entdeckt. Also ich glaube, da gab es noch was. Wir hätten ja auch in die andere Richtung noch gehen können. Und zwar haben wir die beiden Bosse da besiegt. Aber ich meine, da ist noch was, oder? Ja, wir haben ja zwei Wege, die wir gehen könnten. So, genau, das meine ich. Also wir könnten nämlich, da sind wir reingegangen, wir könnten aber auch hier längs gehen einfach. Wir können auch das Tor benutzen hier. Man kann doch auch hier vorbeirennen. Passiert da noch irgendwas hier? Oder ist hier einfach gar nichts? Guck mal. Kurz auf die Karte gucken. Ach, das ist die Brücke, wo wir schon mal geritten sind. Nee, sind wir noch nicht, oder? Tatsächlich nicht. Hier kann man auch längs laufen. Okay, laufen wir da mal längs. Hier kriegen wir noch so eine goldene Saat. Da können wir uns noch eine Flasche machen. Da müssen wir runter. Sterbe ich, wenn ich da runterspringe?
Tatsächlich. Crazy. Da kommen wir nicht einfach so runter. Okay. Wie scheiße. Müssen wir kurz mal unsere Seelen nochmal holen. Das ist ja blöd. Da können wir also nicht längst. Müssen wir wieder einen Schleichweg finden da oder was? Weil es ja echt zu tief ist, ne? Aber das liegt hier oben, mein Kram, ja. Das wäre jetzt auch fies gewesen. Was steht denn hier? Hätte man vielleicht mal lesen sollen. Kein Leben voraus. Fährt du fährt, umso mehr kein Spring voraus. Okay, also hier müssen wir irgendwie runterkommen. Wie kommen wir da hin? Ist die Frage, ne? Vielleicht müssen wir da noch gar nicht längst. Vielleicht gibt es ja nachher noch einen anderen Weg. Man weiß es nicht. Hier noch ein Schleichweg an der Seite vorbei. Hier vielleicht runter. Da geht es zwar runter, aber nicht da, wohin wir wollen. Ne? Okay. Hier gibt es auch noch diesen Weg hier. Können wir auch mal längs reiten. Gerade gucken. Jetzt irgendwie da längs, okay. Mein Gott, sind hier viele Wölfe. Ja, ist der falsche Weg, ne? Kurz angeben, ich habe schon getötet. Gibt's denn hier links? Da ist wieder der Händler. Ach. Moin, Mr. Händler. Ja, ich brauche ein paar Pfeile von dir. Du hast St. Trinas Pfeil. Was ist das? Metor Bolzen. Ja, ich brauche Pfeile. Steinwertschlüssel. Dann nehmen wir welche von mit. Ah, drei vielleicht nicht, aber einen. Kann man aber gebrauchen zwischendurch. Trinas Lilie. Asche Vampirwichte. Okay, hier auch coole Rüstung eigentlich, ne? Was ist das denn? Gespenster, Dorf der rasenden Flamme. Da nehmen wir jetzt erstmal Pfeile mit. Ja. Was ist das? Handbuch von Feber, okay. Gib mir mal alle deine Pfeile. Auch gar nicht so viel Kohle mehr da, aber. Nehmen wir auch mit. Was zum Verkaufen hier?
Wenn du willst, kannst du mir auch ein paar Sachen abkaufen hier. Aber die kann man immer irgendwann gebrauchen, die Sachen hier. Echt wieder Vormundkönigin. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namengebers in euch auf. Dann müssen wir noch zur Fingerleserin. Das ist ja in der Mitte bei uns. Können wir nochmal hingehen gleich. Vorsicht vor Bestie. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Da kommt dieser Wicht darunter. Der spaßt. So gut, dass wir keine Dienst mehr hatten, aber. Den habe ich nicht gesehen. Stand doch vorsicht vor Bestie und zack, ist man tot. Aber die Sachen holen wir uns kurz wieder. Kann kurz runterreiten. Ich meine, müssen wir die ganzen Wölfe auch gar nicht killen. Na, müssen wir nicht doch, aber gucken wir mal. Das war ärgerlich. Fickviech. Ach komm. Diese Öfen so platt. Leichter als vom Pferd. Hier runter. Warte. So, haben wir brav vor dem. Müssen wir gegen den kämpfen? Da kommt er daher. Okay, wir laufen trotzdem weiter. Kommt doch gar nicht daher. Gut. Aber vielleicht muss man den auch killen, wenn man durch die Tür kommt da hinten, ne? Könnte ich auch sein.
Soll man nicht den Typen da killen, aber. Oh, jetzt habe ich einen Händler da getroffen. Das ist natürlich dumm. Okay. Ich wollte ihn nicht töten. Geh weg! Oh, fuck! Ja, muss ich leider doch töten. Ich weiß, das darf man nicht. Klangperle 2 des isolierten Händlers. Okay. Oh, tut mir leid. Killen wollte ich ihn nicht, er ist jetzt durch Zufall gestorben. Ja. Kann ja Buße tun, wenn wir es gehen, oder? Also hier können wir gar nicht durch. Okay. Schade. Gut. Uns wieder aufgehalten mit Quatsch, ne? Wie man sieht. Aber naja. So. Gucken, was wir mit so einer Klangpelle anfangen können. Jetzt rechnen wir erstmal noch hoch. Ja, also viel mehr können wir dann gar nicht mehr hier machen. Also den Weg da runter komme ich ja anscheinend gar nicht. Was ich komisch finde. Also ich komme da drüben gar nicht rüber. Was Blödes. Ja. Stufenaufstieg? Nee. Wir können mal gucken, was wir noch im Inventar haben. Also an Runen. Ein. Soll ich schon gleich ein paar mehr benutzen, ne? Ich habe eine. Jetzt kann ich noch eine benutzen. So, Inventar. Auswahl nutzen. 4 Stück. Ja, es gibt ja schon ein bisschen was. Dann haben wir noch. Wie geht die? Okay. Gut. Ja, also da kommen wir irgendwie. Da muss es ja irgendwie weitergehen. Aber ich weiß noch nicht, wie wir darüber kommen. Was ist denn, wenn ich hier durch dieses Portal gehe? Wo komme ich dann hin? Schauen wir, wo wir da landen. Vielleicht hilft uns das ja irgendwie weiter. Oder auch nicht. Hochstraße von Belum. Okay, wir holen uns auf jeden Fall mal das Ding hier. Aber wo sind wir denn gelandet dann? Hier bin ich auch gerade eben rübergekommen. Jetzt bin ich. Ach, dann lande ich gleich dahinter. Dann muss ich diese ganze Brücke gar nicht machen. Aha. Ach so, okay. Ja, dann sind wir ja schon da, wo wir hin wollten. Da ist die alte Fingerleserin.
Kann ich hier noch mal kurz quatschen? You, please, I can read them. Your fingers, please. You. Oh, what a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to behold. Die beiden Halbmonde, die sind in der Vereinigung. Before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Vor dem bewegungslosen, gefühlslosen. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage. Niemals, bin kein Feigling. Verdammte Axt. Okay. So, wir wollen in diese Richtung weiter. Keine Gegner, das ist immer ein bisschen gefährlich. Oh, da sind ja schon die Gegner. Oh, verdammt. Das sind also zwei von diesen Hyopies, die wir wahrscheinlich erledigen müssen. Nicht nur wahrscheinlich, die müssen wir erledigen. Ja, bisschen blöd, ne? Okay. Hier ist auch nichts, was ich noch kann. Irgendwas entdecken noch hier? Guck mal kurz hier. Weiß auch nicht, wie stark die sind. Vielleicht sind die gar nicht so stark. Fieber bin ich gestorben, aber wir können unsere Sachen erstmal einsammeln. Und dann versuchen wir einen nach dem anderen fertig zu machen. Das sind zwei, ne? Oh. Oh. Verdammte Axt. Die muss ich anders erledigen. Ich muss ihn gleich von diesem blöden Hengst da runterholen. Sonst wäre das nix. Der hat mich geflasht. So, jetzt müssen wir erstmal unser Pferd wieder haben. Ein Ritter. So. Oh.
Ja. Puh. Die haben wir doch ganz gut platt gemacht. Oder nicht? Ich denke. So. Gucken wir mal. So, die beiden haben wir erledigt. Dann müssen wir jetzt... Gucken, was da noch kam. Oh, da ist noch ein Ritter, okay. Dann lass uns den auch erledigen. Wie viele Ritter hier noch rumlaufen. Aber die sind echt nervig. Vorsicht vor Scharfschütze. Ach, da oben ist ein Scharfschütze. Okay, und da ist noch ein Ritter da hinten. Mein Gott, wir müssen die Ritter, glaube ich, erstmal platt machen hier unterrum. Nicht, dass sie uns im Weg kommen, gleich, uns gleich irgendwie im Weg sind. Oh, kann er uns sehen hier im Gebüsch? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wie viele Ritter hier noch rumlaufen, weiß ich nicht. Ah, wir können die Hunde herbeirufen. Soll ich das mal machen? Die auch für hinten tauchen die Hunde oder gleich verschwinden? Das ist die Frage. Wir alle gleich wegmachen. Ah. Okay. Noch ein paar Gegner, aber kann nicht so viele. Also können wir außen rumgehen oder innen rumgehen? Egal. Das ist schon ein weiter Weg hier. Auch nicht die ganzen Ritter nochmal begegnen oder noch mehr Ritter begegnen, so. So, da sind Wölfe oder Hunde. Da sind ein paar Menschen. Lass uns mal erst die Menschen angehen. Ein Dolch.
Schwelen der Schmetterlinge. Okay, da schießt ja jemand. Alles voll mit Fledermäusen, sehe ich jetzt erst. Ich renne in die Richtung, weil da irgendwas wurde ja auf mich geschossen von da. Ist die Frage, wer auf mich geschossen hat. Ich sehe mich gerade hier von gar nichts. Dann müssen wir bei der Seite weiter links laufen. Was hat auf mich geschossen. Ich muss, glaube ich, den Weg da längs, weil von hier komme ich, glaube ich, nicht mehr darüber. Wo sehe ich das verkehrt? Da, was ist denn das? Sind das so Schleudern da? Ich weiß es nicht. Ich muss da unten längs, glaube ich. Jetzt komme ich da nicht dran vorbei. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Ich muss nur aufpassen, dass dieses Feuer mich nicht trifft. So. Runenbogen. Ja, ist die Frage, welcher Weg da der Schlaus ist. Doch oben längs und von da oben die Dinger kaputt machen? Ich glaube nur hier an der Seite. Oh. Okay, da sind Ritter, Schläger. Hier ist alles drin in diesem Fort. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo so eine Rune finde, wo wir eine Pause machen können. Beziehungsweise so ein Feuer. Da geht es auch irgendwo hin. Da liegt eine Leiche. Drachenwundfett. Pferd geht es da nicht längs zumindest. Hier kann ich mal eine Pause machen. Das ist schon mal gut. Und Nadel berühren. Wir können auch direkt hier Rast machen, denn wir haben so viele Gegner, haben wir zwar besiegt, aber auch nicht so viele. Also im Endeffekt ist es egal. Stufenaufstieg kannst du schon machen. Nee, da fehlen so ein paar Punkte. So. Da drüben, wer ist er denn? Es ist dort irgendwo. Ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Nicht hier übrigens Fluss suchen. Hä? Fluss suchen? Gut, kommen wir hier hoch. Kommen Gegner hier? Erstens, ich möchte nach Hause. Großer Aufzug von Dektus. Und dann, Achtung, etwas Unglaubliches. Hm? Schwacher Feind, oh schwacher Feind. Alla runter. Hm? Okay, aber wie? Also sie quatschte ja was von zwei Monden, die man braucht, damit sich was bewegt. Ist das hier gemeint? In den zwei Monden? Wahrscheinlich, ne?
Irgendwas mit dem Mond habe ich schon mal gesehen. Irgendwas habe ich mit dem Mond schon mal gesehen. Warte mal. Inventar, habe ich irgendwas mit dem Mond schon mal gesehen? Nee. Purpur, Kristallträne, nee, das ist auch nicht, ne? Gesprungen, nee, das ist die gesprungene Stachelträne. Okay. Was ist das denn hier? Purpurmillion, gesegneter Talisman. Macht Bernstein, grüner Marikas Nabel, was ist das hier? Ne, da weiß ich auch nichts. Dachte ich hätte irgendwas mal gesehen hiermit. Okay, aber hier passiert ja gar nichts. Was steht hier denn? Erstens, ich möchte gerne nach Hause, ja, das hatten wir schon. Benötigt ihr Objekt voraus? Okay, da brauchen wir also irgendwas. Dann brauchen wir irgendwas, was so mondförmig ist. Zwei, brauchen wir wahrscheinlich zwei Teile. Finden, wo finden wir die denn? Blutfleck? Schon ist das dumm, da in die Dings reinzuspringen. Man kann ja auch nichts machen irgendwie, ne? Es ist nicht so, dass ich da irgendwas sehe, wo ich was einsetzen könnte. Muss man das einfach haben, wenn man hierher kommt, oder? Hm. Das ist die Frage, ne? Vorsicht vor Unglück. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ne, gut. Dann müssen wir wohl kehrt machen, was anderes machen. Steht hier denn noch an der Seite? Hätte ich nur einen Rumpf. Die Figuren sagen mir auch nichts, aber... Halb... Mond, Halbmond, Mond, Halb, Halbmond und Mond. Hat er gesagt, ne? Halbmond und Mond. Findet man wahrscheinlich hier irgendwo. Vielleicht. Kann hier durch? Hm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man die irgendwo findet, die Sachen. Es muss ja irgendwas sein. Sie hat ja gesagt, sie hat von irgend so einem Halbmond geredet. Oder Mond. Halbmond, Mond. Irgendwie sowas. Hm. Ob das hier unten, ob man das hier unten finden kann bei den ganzen Leuten? Vielleicht, ne? Da in diesen Lagern wahrscheinlich. Dann geht's hoch. Wir gehen mal da hinten hoch kurz. Also wenn wir hier gar nicht weiterkommen. Und ich noch nicht weiß, wo ich diese Monde finden kann. Dann gehen wir in das rote Gebiet. Also dann gehen wir, glaube ich, hier hin, unten. Und versuchen da erstmal weiterzukommen. Vielleicht ergibt sich da ja noch was. Oh, hier los. Was ist das denn gewesen? Hab ich da irgendwas erwischt? Was ist denn für ein fieses Viech da oben? Eine Riesenratte, habt ihr die gesehen? Ich will hier auch gar nicht mehr viel leben. Okay, okay. Will ja gar nicht. Hm.
Vielleicht ist Leverts links und rechts im Lager, findet man das wahrscheinlich. Aber versuchen es mal. Ob es so ist, weiß ich nicht, ne? Wir testen es einfach mal. Da, schnappt euch den da vorne. Hunde. Los. Süßen. Guck mal hier rein kurz. Ist ja hier drin die Mondsachen? Nee. Mist, hier auch nicht. Aber wir müssen die Belagerungsdinger Schrott machen, glaube ich. Wenn man das kann. Beziehungsweise nur die Leute, die dran sind. Die kann man nicht kaputt machen, okay. So, und da drüben ist noch ein Lager, aber ich habe hier jetzt keinen Mondkram gefunden. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber irgendwas muss es da geben. Die Wölfe auch mit hier rübernehmen? Ja, ne? Oh! Nein! Ärgerlich. Das war ärgerlich. Oh, wir machen einfach Marikas Pfahl, oder? Das wird wahrscheinlich in der Nähe sein. Oder auch nicht. Doch, das wird in der Nähe sein. Oh, das ist mal eine lange Folge wieder, ne? Tut mir leid, Leute. Man muss ja auch ein bisschen vorankommen. Beim Spiel, ne? Ah, guck mal. Fangen wir direkt hier an. Da sieht man das vor, da und da, okay. Verbrennt. Oh, gut, dass wir die Sachen noch eingesammelt haben, aber sterben wollte ich trotzdem nicht. Das ärgert mich jetzt. Ja, ist natürlich blöd mit diesem Feuerding da. Der haut natürlich mächtig Schaden rein. Kann ich an der Seite hochkommen irgendwie? Gehen wir hier rein.
So. Das ist typisch blöd jetzt hier, ne? Hm. Pass mal auf. Schnell genug sind, dann packen wir ihn hier doch. Schnell weg. Jetzt schnell weg. Oh, weg hier. Weg. Nervig war das Ding dann bitte sehr. Okay, wir haben es zwar geschafft, das so oder so, muss ich aber sagen, nervt es, denn uns fehlt trotzdem diese Mondsachen da. Also von daher... Snäge. Okay, wir haben das zwar alles jetzt, aber es bringt uns nichts. Hier gibt es das nicht anscheinend. Oh. Ärgerlich. Okay. Das müssen wir woanders suchen. Wo, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie raus. Aber jetzt würde ich, glaube ich, sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Und ja, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.